Guten Tag und damit herzlich willkommen zu Gold Rush The Game. Ja, herzlich willkommen. Ist lange her. 2019 habe ich es zuletzt gespielt. Jetzt haben wir 2022. Und ja, wir gucken uns das Game an. Es sind viele Patches reingekommen, die Sachen ein bisschen leichter machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch mal direkt ins Game. Falls ihr nicht wisst, was das für ein Game ist, ihr müsst einfach nur Gold ja, schürfen. Punkt. Das ist das Game. Wir haben hier vier verschiedene Spielmodis, die es jetzt mittlerweile schon gibt. Die gab es früher noch nicht. Wir haben einfach mal einfach, normal, schwer, Rangliste. Einfach ist wirklich für Einsteiger, die noch keinen Plan haben vom Game, etc. PPPPP. Normal, na, normal, schwer, schwer. Je schwerer, desto mehr Sachen sind eingeschaltet bzw. auch ausgeschaltet. Hier seht ihr Maschinenausfälle an bei normal, Drucksystem an, das heißt Zufallsereignisse auch an, das heißt, euer Reifen kann jederzeit platzen. Den Modus würde ich jetzt auch einfach mal starten, weil schwer ist auch immer so eine Sache. Ihr seht, da kann man auch Ausschrägstrich gesperrt, Anschrägstrich gesperrt. Kann man machen, wie man will. Ich würde sagen, wir spielen heute mal normal. Dann haben wir hier unten noch die Rangliste. Es gibt ja jedes Jahr eine Season. Was heißt jedes Jahr? Wesentlich öfters eine Season. Ich glaube, Season 23 ist letztens erst geendet. Am 13. Oktober. Und ja, da kann man sich gegen andere Leute messen, wer der beste Goldschürfer ist. Ich würde sagen, wir spielen erstmal ohne Tutorial, das brauchen wir im Normalfall nicht. Das heißt, wir fangen jetzt bei 0 an, holen uns den Kreditos und starten dann ins Game. Früher das Tutorial war, ja gut, war wesentlich einfacher gehalten als das jetzige. Jetzt wird man schon richtig ins Game. Ja, reingesetzt. Na? Und ja, richtig ins Game reingesetzt, um mit dem Game halt wirklich vertraut zu werden. Früher war das alles ein bisschen anders. Ihr habt hier unten links Z stehen. Das könnt ihr bei jeder Aktion anwählen. Das heißt, ihr seht auch unten die ganze Leiste. 1 ist die Hand, 2 Schaufel, 3 kleinere Schaufel, 4 etc. PPPP, die ganzen Werkzeuge durch. Und dann Z, seht ihr die Aktionen. Das geht für jedes Fahrzeug, weil jedes Fahrzeug hat seine eigenen Aktionen. Das Auto, der Bagger etc. PPP. So viel vorgemerkt. 10 Tage bis Sommer, wir können schürfen. Es gibt ja auch Seasons. Das heißt, die Zeit läuft uns davon. Wir können nur arbeiten, wenn kein Schnee liegt, wenn der Boden nicht gefroren ist. So, dann drücken wir mal, ups, Tabulator. Mit der Tabulator-Taste kommt ihr erstmal hier ins Kartenmenü. Wir haben hier verschiedene Claims. 1, 2, der Old Arnold ist der normalerweise, mit dem man beginnt. Dann 3, Pine Valley und 4, Nighthawk oben links. Der teuerste ist normalerweise der mit dem meisten Gold. Dann seht ihr hier rechts die ganzen Fahrzeuge. Dann Karte des Goldes. Haben wir noch nichts, na, weil wir noch nirgendwo Bohrungen gemacht haben. Also können wir auch nicht sehen, wo sich hier Gold aufhält. Dann Notizbuch, könnt ihr alle Informationen zu Bank etc. PPP euch raussuchen. Digtube, ja, da wird euch gezeigt, wo ihr die ganzen Sachen finden könnt, beziehungsweise bei der Bank, wie man Kredite bekommt, beim Schmied, man muss ja auch das Gold einschmelzen lassen. Wichtige Gebäude wird euch alles angezeigt. Das Hotel habe ich in der Tat noch nicht genutzt. Und ja, ihr könnt hier durchdrücken. Es wird euch alles gezeigt und erklärt. Das ist wirklich sehr schön, dass das mittlerweile in den Jahren reingekommen ist. Und ja, ist ein schöner Helfer nebenbei. Wir haben jetzt hier unser Hotel Lorinski. Mache ich hier mal aus, die Tipps nach und nach. Und eh benutzen. Es tut uns leid, aber das Hotel ist im Moment geschlossen. Kommt zurück, wenn der Winter kommt. Wir würden uns dann sehr freuen, dich hier zu begrüßen. Das hat den Grund, weil im Winter
kann man hier nichts arbeiten. Der Boden ist gefroren und man muss ja den Boden aufgraben, dass wir das Gold rausbekommen. Wir holen ja das Gold aus dem Boden raus. Wir gehen ja mal in unser Fahrzeug rein und dann drücken wir mal Z beispielsweise. Und dann sieht man hier auch, links steht dann nicht C. Doch, hier C, nächste Kamera ganz oben. Man hat verschiedene Guckweisen. Einmal hier die freie Kamera, die würde ich euch empfehlen beim Fahren, da kann man ein bisschen gucken. Und auch hier innen drin ist schön ein bisschen detailliert. Nicht die krasseste Grafik, aber das Game ist ja schon ein paar Jahre draußen. Dann drücken wir mal Z wieder weg, weil das brauchen wir nicht beim Auto. Wir haben eine Tankanzeige und alle normalen Anzeigen beim Auto. Ich bin hier oben drüber über zwei Sachen. Das zeige ich euch auch noch mal kurz. Moment, wo ist die Maus? Die Maus wehrt sich. Die Maus wehrt sich. Ah! Alter, jetzt. So, hier, Moment, ich verschiebe mal nur das da hier. Yep. Na, ihr seht hier den Sommer, das Gold, das Geld, Unzen etc. PPPPP. Und die Version vom Spiel. Wir müssen jetzt zum Store fahren. Wir sind hier links beim Hotel. Tankstelle gibt es hier. Hier ist die Bank. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal die Stadt. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt rein. Und holen uns ein paar Sachen. Holen uns A, ein bisschen Geld, was wir anfangen können. Und B, ja, dass es losgeht. Motor starten. Wäre vielleicht auch ganz gut. Handbremse raus ist das nächste. Und ja, dann starten wir hier mal los. Und würde man das Tutorial spielen, nach meines Wissens, und ja, es gibt Ladezeiten hier auch mal, dann würde man auch bei einem Claim schon starten, bei einem alten Claim. Beziehungsweise bei Spielstand einfach, glaube ich sogar, war das. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, hier fangen wir wirklich bei Null an. Wir haben 450 Dollar in der Tasche. Ist wirklich nicht viel. Die Gerätschaften hier sind teuer. Und ja, wir können auch die Kamera weit rauszoomen, weil es hier große Maschinen gibt und nah wieder rein. Es geht alles. Hier ist die Tankstelle. Brauchen wir auch noch nicht. Unser Tank ist halb voll. Wir tuckern mal hier in die Lande rein. Gold Rush ist echt auch ein schönes Spiel, um nebenbei Musik laufen zu lassen. Ihr arbeitet hier so schön. Oder könnt auch nebenbei eine Serie gucken. Da kann man auch schön zudatteln. Ja, man braucht da nicht viel Einarbeitung. Am Anfang ein bisschen Einarbeitung und dann geht das. Schade, dass es nicht noch mehr hier gibt. Handbremse rein, ist Leertaste, Motor aus, weil ihr verbraucht ja auch dauerhaft Sprit. Und dann können wir jetzt hier mal rumlaufen. Wir haben hier mehrere Sachen. Einmal hier unten links, das hier. Hier kann man Fahrzeuge kaufen. Fängt beim kleinen Bagger an. Hier, bei dem kleinen Bagger fängt es an. Und hört beim großen Frankenstein. Die haben das hier schon wieder ein bisschen verändert. Schön, cool. Die haben das schon wieder hier verändert. Das ist schön. Das Game ist zwar schon ein paar Jahre draußen, aber die verändern hier trotzdem immer mehr. Jetzt steht sogar hier der Frankenstein noch mal schöner hier in der Ecke. Und ja, ihr seht ja, wie viel der kostet. Und ja, um uns dahin zu arbeiten, brauchen wir erstmal Geld, weil 450 Dollar ist ein bisschen wenig. Wir brauchen Geld und Claims. Da hier kommen wir später mal hin. Dann der nächste wichtige Ort ist die Bank. Also im Prinzip die drei wichtigsten oder vier wichtigsten Orte ist die Tankstelle, der Shop da hinten, der Shop und die Bank. Na, das sind die wichtigsten Orte. Jetzt haben wir hier auch noch einen Shop, der alles Mögliche an Werkzeugen, Maschinen, Anhängern etc. pp. Liefert. Kleine Waschanlagen, die wir am Anfang brauchen. Und hier auch ein paar Sachen. Ersatzteile etc. pp. Weil es kann ja bei unserem Spielstand zumindest auch Sachen kaputt gehen. Oh, die haben ja auch neue Ladezonen hinzugefügt. Das ist schön für Anhänger. Okay. Schön wirklich zu sehen, dass noch so viel trotzdem für das Game gemacht wird. Es gibt ja auch jedes, ich weiß nicht, nach welchem Zeitpunkt es läuft, in gewissen Abschnitten neue Seasons. Season 23 ist ja letztens geändert. Und jetzt sollte auch Season 24 dann demnächst wieder anfangen. Und ja, wir laufen. Ja, es arbeitet hier, aber es sind keine Leute hier. Wir gehen jetzt hier einfach mal hin. Wir haben 450 Dollar.
Wir können hier Claims kaufen oder auch pachten. Pachten 0 Dollar Old Arnold. Das heißt, ihr seht auch hier, was hier alles steht. Preis pro Quadratmeter, dann Provision bei Pacht 30%. Das heißt, vom Gold, das wir schürfen, gehen 30% weg. Das heißt, wir haben 100% Gold und wir dürfen nur 70% für uns behalten. Dann hier steht Gelände, na, erwartete Goldmenge niedrig. Verschmutzung der Parzelle keine. Dann Wasserquelle, na, der Bach direkt und Besitzer Old Arnold. Dann geht es hier weiter. Na, Mittel Goldmenge. Dann nochmal weiter. Hoch. Na? Und dann sehr viel. Na? Und ihr seht auch, wie teuer das ist. Da ist allein das Pachten schon 800.000 und kauft 2,4 Millionen. Ihr seht, wohin das führt. Das heißt, wir werden erstmal pachten müssen. Und wir brauchen Kredite. Man kann ja auch Raten einstellen. Und dann hier dementsprechend noch Kredite obendrauf. Je nachdem tut sich ja auch der Zinsbetrag verändern. Na? Dafür wird aber der Tageszinssatz auch höher. Ich würde euch ja raten, erstmal ein bisschen länger einzustellen. Und dann, wir können am Anfang eh nur 1200 aufnehmen. Und das dementsprechend dann auch nutzen. Ich würde aber hier erstmal eine Parzelle nehmen. Und hier die hier vom Old Arnold pachten. Bestätigen. Jetzt haben wir gepachtet. Jetzt kann man hier auch noch Fahrzeuge draufhauen, verbessern. Das kostet aber Geld. Na? Das heißt, man muss auch mehrere Fahrzeuge da anmelden. Und ja, Börse, dann seht ihr auch den aktuellen Goldkurs. Der wechselt nämlich auch immer ein bisschen. Lohnt sich auch manchmal ein bisschen zu warten. Ihr seht, das Game hat schon ein paar Sachen zum Beachten. Wir machen mal 1200 Dollar. Tagessatz 203 ist echt mir viel zu hoch. Machen mal Kredit aufnehmen. Beziehungsweise, Moment, wir machen das mal noch nicht, weil wir haben einen Punkt, den wir jetzt beachten müssen. Wir können ja jetzt dahin fahren und jetzt erstmal Gold schürfen. Über die alte Methode und die neue Methode. Die neue Methode ist ein Bagger und dann baggern und dann Gold. Die alte Methode ist wirklich eine Rinne sich zu kaufen. Weil das haben wir ja alles nicht, was man bei einfach schon hätte. Fahren jetzt hier mal schön rein. Dann arbeiten wir uns hier mal schön einfach durch. Motor aus, Handbremse rein. Aussteigen, klappt noch alles super. Gleich werdet ihr auch sehen, warum wir noch nichts machen. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wir haben ja auch hier solchen Gold Nugget Generator. Schöne Sache. Große elektrische Pumpe etc. PPP. Mobiler Wassertank. Der ist neu. Schön. Es werden immer neue Sachen reingekommen. Und ja, auf das hier arbeiten wir langsam hin. Mobile Waschanlage. Können wir aber auch noch nicht nehmen. Das, was wir uns jetzt erstmal kaufen, ist das da hier. Das werden wir uns hier erstmal kaufen. Und ihr seht, die kosten alle ein paar Dollar. Das heißt, wir brauchen einmal das da. Dann einmal das da. Und manuell für eine Pumpe. Das wäre schon nice. Einmal das da. Und boah, wie viele brauchen wir hierfür? Ich kaufe mal vier. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele wir brauchen. Das sehen wir dann auch gleich. Große Holzkiste gibt es jetzt auch. Schön. Wie teuer ist das jetzt? Wenn wir hier mal hingucken. Gesamtkosten 401 Dollar. Mache ich mal so. Diese Meldung nicht mehr anzeigen. Es hat einen gewissen Grund, warum ich das jetzt so mache. Normalerweise müsste sich jetzt unsere Kreditfähigkeit verbessert haben. Wir gucken mal kurz hier. 1, 2, 3, 4. Gut, 4 Goldmatten passt. Das heißt, ich schmeiße mal hier alles rein. Ja, das müssen wir einfach hier reinschmeißen.
Kann man auch in Kisten reinhauen. Und ja, alles hier rein. Blub und snup. Hat mich doch richtig erinnert. Und ich sehe nichts. Blub, dementsprechend müssen wir auch ein bisschen langsamer fahren. Sonst haut es uns die ganzen Sachen raus. Aber das schaffen wir schon. Jetzt gucken wir mal zur Bank, weil wir haben nur noch 49 Dollar. So könnte man jetzt schon anfangen zu meinen, aber wir wollen es ein bisschen einfacher haben. Wenigstens ein bisschen. Und in diesem Sinne gucken wir jetzt zur Bank. Normalerweise müssten wir jetzt ein bisschen höheren Kredit bekommen. Nee, auch nur 1200. Okay, hab mich geirrt. Dann schallern wir hier mal einen schönen Kredit raus. Kredit aufnehmen. Kredit aufnehmen. Blub. Jetzt haben wir nochmal 1200 Dollar bekommen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen, weil es macht es am Anfang alles ein bisschen einfacher. Und wenn Schäden aktiv sind, würde ich euch auch empfehlen, fahrt nicht mit jedem Fahrzeug dauerhaft Highspeed. Weil ihr seht auch, es gibt auch Feuerlöscher, aber die kann man sich nicht kaufen. Zum Glück. Jetzt hatte ich ein bisschen Angst. Zum Glück, die kann man sich nicht kaufen. Und ja, wir brauchen jetzt noch zwei Sachen. Einmal eine Wasserpumpe. Weil elektrischen Strom brauchen wir für die nicht hier, ne? Ne. Wir brauchen hier nur Wasserpumpe. Ne, eine Wasserpumpe. Das heißt, wir kaufen uns jetzt hier noch die Wasserpumpe für 200 Dollar. Hinzufügen. Dann brauchen wir noch einen Schlauch. Ein Kanister wäre noch geil, wenn wir kaufen könnten. Dann brauchen wir hier einmal den Schlauch und einmal den Schlauch. Wir brauchen auch noch keine Verlängerungen kaufen. Das brauchen wir noch nicht. Der Schlauch ist zum Anschließen ins Gerät und der Schlauch ist vom Wasser rausziehen. So, die Verlängerung brauchen wir nicht. Strom brauchen wir auch nicht. Ein Benzinkanister wäre noch nice. Hier kaufen wir auch einen noch. Und dann hier Eimer. Kaufen wir auch nochmal 4 Eimer. Oder mehr brauchen wir eigentlich nicht. Man könnte, ich empfehle euch eigentlich auch immer, einen Ersatzreifen dabei zu haben fürs Auto. Ist auch immer eine gute Empfehlung. Ich schaue jetzt gerade hier nochmal. Ich habe hier irgendwas, könnte ich schwören, habe ich vergessen. Nee. Irgendwas? Ist auch egal. Bestellung annehmen, 306 Dollar. Wir haben ein gutes Puffer noch da. Ich schau gleich nochmal. Meine Benzin müssen wir auf jeden Fall nochmal holen. Weil ich sehe, der ist recht leer und es bringt uns nichts, wenn der leer ist. So, rein. Den tanken wir dann auf jeden Fall auf. Blub. Keine Sorge, der Benzin ist hier schon teuer. Also die sind offenbar schon in der Zukunft. Oh, hier auch rein. Und mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht für den ersten Schürfbeginn. Huch! Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel gefällt, ob ich mehr erklären soll, ob ich weniger erklären soll, weil ich bin hier schon sehr gut drin im Game. Ich kann mich auch noch an alles erinnern, wie man es macht. Und ich habe damals die Serie auch wirklich sehr genossen. Aktuell schaue ich die nicht. Ich weiß nicht, gibt es die Serie noch? Ich denke schon. Ich denke schon. Und ja, was brauchen wir noch? Ein Ersatzrad wäre geil. Weil ich habe so kleine Vietnam-Flashbacks. Anhängerrad, Pickuprad, 400 Dollar. Boah, ist das teuer. Okay, dann vielleicht doch ohne. es sind früher mal so Sachen passiert. Da kursiert auch noch ein Video von mir rum. Ah, nein. Da einmal ist runtergefallen. Bleib drauf, du Schlawiner. Wir tanken jetzt erstmal. Oh Gott. Oh, ups. Erstmal vielleicht den Motor anmachen. Jetzt vorsichtig. Sorry, aber die Sonne blendet. So. Jetzt ist es nicht besser. Aber egal. Und ja, wir fahren jetzt gleich zu unserem Boah, ich muss jetzt hier wirklich zumachen. Bin ich noch heil genug? Ja, bin ich. Wir fahren jetzt erstmal zur Tankstelle, weil mit zu wenig Sprit können wir nichts machen.
Schön langsam fahren. 50 km/h. Aber das Lustige ist, wenn. Also, es gibt eine gewisse Realistik in dem Game. Wenn euer Fahrzeug dauernd rumhaut, dann haut's auch die ganzen Sachen raus. Motor aus, aussteigen. Dann. Wo ist er, der kleine Fratz? Nein! Hier einmal. Den brauche ich. Wo ist mein Kanister? Den brauchen wir auch. Nein. Hörst du mal? Ich glaube, jetzt liegt irgendwas auf dem Dach. Natürlich. Ich mache den Zinkkanister dahin, wo man ihn nicht findet. So. Müssen wir natürlich auch noch den Deckel aufmachen. Ja, so realistisch ist das Game. Und einmal hier einzapfen. Ah, $40 für 20 Liter. Leck mich am Arsch. Und das Lustige ist, das ist Diesel. Also für die Generatoren glaube ich nicht, aber normalerweise müsste das Diesel sein, weil das tankt man auch in seinen normalen Autos rein. Eieieiei. Teuer, teuer, teuer. So, alles aufgetankt. Alles rein hier. Weil es bringt nichts, wenn wir die halb leer mitnehmen und dann müssen wir direkt tanken. Alles schon passiert, deswegen sage ich es euch. Motor an, Handbremse raus und dann fahren wir mal zu unserem Claim. Ich erinnere mich, wir müssen hier irgendwo rechts laden. Ich erinnere mich. Ich kann auch euch empfehlen, ab und zu mal zu speichern aus sicherheitstechnischen Gründen. Ja, hier entlang müssen wir. Und nicht zu schnell zu fahren, wirklich. Ich empfehle euch, fahrt nicht zu schnell. Es ist ärgerlich, wenn gerade am Anfang ein Reifen platzt und ihr habt kein Geld dafür. Aber das ist wirklich ärgerlich wie Sau. Und das Lustige ist, ihr meint ja nicht nur sozusagen Gold, sondern auch Magnetit. Das ist ein Metall. Als Nebenprodukt. Na, das kann man auch verhökern, verkaufen. Gibt auch gut Geld. Am Anfang eher irrelevant, da ist es Abfall, weil man es auch nicht nutzen kann. Und ja, das schüttelt man da rein, glaube ich, nach meiner Erinnerung. Schön weiterfahren. Und schön langsam vor allem. Boah, der Wagenheber, ich kann mich noch erinnern. Hilfe. Böseste Tool überhaupt. Das Schöne ist auch, hier ist dann auch links direkt eine alte Goldgräbermine. Also ist schon urig gestaltet. Ist schon wirklich putzig gemacht hier. Dann hier rechts habt ihr auch eine Halle, die wir nutzen können. Ich fahre mal kurz rein. Da könnt ihr eure Sachen unterstellen. Ihr habt schöne Regale. Das ist schön. Das gab es früher alles gar nicht. Deswegen freut es mich ein bisschen hier wirklich anzufangen. Dann hier Sachen zu verkaufen und wieder wegzuschmeißen. Und links war, glaube ich, kaufen da in der Zone. Und da hinten ist unser Basiscamp. Und ich parke mal mein Auto direkt hier. Das hat einen kleinen Grund, werdet ihr merken. Motor aus, aussteigen. Wir haben hier, sind jetzt hier auf unseren Claim. Wir haben hier zwei Claim-Orte. Einmal hier. Hier können wir die ganze Erde rausheben und verarbeiten. Die Waschanlage wird dann hier aufgebaut und dann waschen wir das Gold raus. Dann haben wir hier hinten noch einen zweiten Claim, den nutzen wir zuerst. Und hier graben wir das ganze Zeug raus und in unsere Waschung rein und dann sind wir happy. Das Material, was rausgegraben worden ist, ist weg. Das heißt, wenn der Claim leer gefarmt ist, dann ist er leer. Gibt es kein Gold mehr. Dann haben wir hier noch unseren Camper. Das heißt, wir können schlafen für eine Stunde, Dämmerung etc. pp. Können wir einstellen. Und dann haben wir hier unser kleines Basislager. Haben wir hier auch eine Waschrinne. Da können wir auch ganz altmodisch das Gold rauswaschen. Brauchen wir nicht. Und haben ein paar Eimer hier stehen. Und dann hier eine Goldpfanne. Wir können auch ganz altmodisch das Gold
rauswaschen. Dann haben wir hier unseren kleinen lustigen PC. Ihr seht, das sind Sachen gesperrt. Transporte für Fahrzeuge haben wir noch nicht. Benachrichtigung, Ausrüstungsgerätschaft, bla bla bla. Hier zur Bank kann man hier trotzdem zugreifen. Und ja, Arbeiter kann man auch einstellen. Die Arbeiter sind aber leider nicht zu sehen, die generieren nur passiv Geld. Ist ein bisschen schade, aber es ist so. Und wir machen mal kurz was. Spiel speichern. Ihr seht meine alten Spielstände, aber brauchen wir nicht. New Game. New Save 1. Ja, speichern. Kann euch empfehlen. Speichert. Ihr könnt auch hier vorne einfach die Motorhaube öffnen, weil ja auch Sachen kaputt gehen können. Na? Ihr könnt hier sehr viel machen. Das nur normal gesagt. Dann, bevor wir jetzt hier altmodisch waschen, also wir können ja auch Gold waschen, ohne jetzt hier die Gerätschaften zu kaufen. Na, ihr habt ja gesehen, da war ein Eimer da. Und hier eine Waschrinne etc. PPP. Geht alles. Aber so ist es gleich einfacher. Und so würde ich es euch auch empfehlen. Weil die Sachen braucht ihr eh irgendwann mal und so geht es ein bisschen schneller. Und ja. So. Lup. Dann brauchen wir hier jetzt die hallo. Das wollte ich nicht. War Tutorial aufgegangen. Und ihr seht auch, welche Schritte hier durchlaufen. Das ist auch schön gemacht. Stellen wir hier die Pumpe hin. Blub. Dann brauchen wir jetzt die zwei Schläuche. Ich hoffe so, dass jetzt nichts hier rausgefallen ist. Einmal der eine Wasserschlauch, um Wasser anzupumpen. Ihr seht hier zwei Eingänge. Einmal out und einmal in. Das heißt, wir brauchen hier einmal in. Klack. Und dann hier ins Wasser. Blub. Einmal rein. Das sollte schon gehen. Ihr seht, 3 Meter von 50 Meter wurden von dem Sali ausgerollt. Es reicht. So, hier einfach rein. Das sollte eigentlich gehen. Oder brauchte man noch einen Filter? Oh Gott, nicht, dass man noch einen Filter brauchte. Das wüsste ich jetzt nicht mehr gerade. Dann hier den Wasserschlauch. Den können wir jetzt da oder da ran schließen. Wir schließen mal hinten an. Und dann hier. Also ihr seht, je krümmer ihr lauft, desto krümmer wird auch der Schlauch. Ihr könnt ihn auch wieder einrollen. Mit rechter Maustaste. Also ist es schon durchgeführt hier das Game. So. Jetzt haben wir einmal das. Können wir mal einen Testlauf starten, ob die Pumpe geht. Hier unten links. Da müsst ihr mal. Ah gut, wir brauchen nichts. Oh, jetzt sagt ihr, wir brauchen keinen Filter. Schön. Brauchen wir nicht. Und hier auf den Knopf draufdrücken, dann geht das aus. Jetzt brauchen wir noch zwei Sachen. Einmal den, jaha, ist okay. Einmal hier den Treibstoff, den lassen wir da. Stellen wir hier hin. Dann die Eimer. Weil das werdet ihr gleich sehen, wofür wir die Eimer brauchen. Da hole ich dann auch später die von drin auch noch. Dann brauchen wir keine neuen kaufen. Und so ist das der, ja, schnellste Weg, um direkt was zu machen. Und dann verdienen wir ein bisschen Geld, um größere Gerätschaften zu kaufen und so weiter und so fort. Blub. Jetzt haben wir das hier. Und so müsste man jetzt nebenbei immer ein bisschen, ja, Wasser hier reinschütten. Deswegen sage ich, kaufe ich mir gleich eine Pumpe, dann brauchen wir das nicht machen. Hier legen wir dann die Matten rein. Die haben die Farbe geändert. Früher waren die grau nach meiner Erinnerung. Okay. Und ja. Hauen wir jetzt hier mal alles rein. Und da ist die letzte. Da ist die letzte. Und man kann auch hier das Gold auch rauswaschen. Das müssen wir dann auch später machen. Also alles nach und nach. Jetzt hole ich noch die zwei anderen Eimer. Beziehungsweise den einen werden wir für den Anfang erst brauchen. Oder zwei. So, dann können wir das Gold schön rauswaschen. Die brauchen wir dann für andere Sachen. Ich stelle die mal dahin. Oder beziehungsweise können wir alle voll machen.
Und hier. Also die Grafik ist gerade auf Ultra, merkt ihr wirklich nicht. Ich wünschte, es wäre anders. So, dann arbeiten wir jetzt Sprit sparen gleich. Nicht laden, Spiel speichern. New Save 2, ja. Und dann drücken wir mal Z. Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla 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 bla. Steht alles da. Wir brauchen die 2 jetzt. Ich mach Z wieder weg. Nur mal zur Info. Ihr macht jetzt wirklich hier eine Schaufel. Und dann rein in den Eimer benutzen. Schaufel. Eimer benutzen. Und das machen wir jetzt so lang. Einmal voll. Kommt dann auch schön die Meldung. Machen wir jetzt alles schön voll. Und ja, die Animation ist vielleicht nicht die schönste, aber man sieht wenigstens was. Und am Anfang ist es wirklich egal, wo man gräbt. Je tiefer, desto besser natürlich. Aber so, es ist primär egal. Voll. Ja, ich bin auch gleich voll hier. Zumachen. So. Keine Angst, es geht nicht das ganze Game so durch. Also ihr könnt natürlich auch so das ganze Game nur euer Gold schürfen, na? Das verwehrt euch keiner. Oder nur mit der Pfanne. Das geht auch. Aber müsst es nicht. Jetzt einfach dann wieder die Taste drücken und dann ist es weg. Entweder drückt ihr wirklich wieder die 2, dann ist automatisch 1, oder ihr drückt direkt die 1. Jetzt haben wir hier den Eimer, den schütten wir hier rein. Ihr seht hier Füllmenge 33%. Müssten 66% angezeigt werden, 67% sogar, das ist irgendwie im Rand ein bisschen unterschiedlich. Oh, Glückspilz! Wir haben gerade ein Riesennugget gefunden. Sie existieren also doch. Nun wird der Anfang und Fortschritt im Spiel umso einfacher. Wenn du keine Hilfe im Spiel brauchst, da schlagen wir auch vor, damit das Gameplay am besten ist, dann wirf dieses Goldnugget weg. Du wirst dann keine weiteren Nuggets finden. Falls du deine Meinung änderst, kannst du dies immer in den Spieleinstellungen ändern. Ich würde sagen, wir behalten es. Einfach, weil das Geld haben wir. Wir haben jetzt eh schon Kredit aufgenommen, etc. pp. Das Goldnugget werden wir irgendwann mal benutzen. So. Alles klar, wo ist das Nugget hin? Verrat! Und ja, dann müsst ihr einfach nur hier die Pumpe einschalten. Machen wir einfach weiter. Und dann wird hier das Gold rausgewaschen aus dem Pott hier. Ihr seht, die füllen sich dann nach und nach. Und der Eimer hier leert sich, warum der jetzt nicht hier angezeigt wird. Ist eine gute Frage und in der Zeit kann man dann wieder hier Teile auffüllen. Und so geht das dann erstmal eine Weile, bis man alles raus hat. Und jetzt wohl ist auch schon alles draußen gewaschen. Rein damit. Riesennugget gefunden. 13 Gramm. Gerade in den letzten Prozenten, 100% voll. Sonst verlieren wir Gold, wenn wir weitermachen. Jetzt wollte ich Schaufel kriegen. Und ihr seht, wir haben schon gut Sprit verbraucht. Na? Das muss man auch alles bedenken. Türchen aus. Alter, die Geschichte. Ich muss da mal drauf drücken. Das nervt mich jetzt ohne Ende. Ist jetzt weg. Tak, 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 tak. So, es ist weg. Jetzt blinkt es nur. Egal. Wir haben jetzt hier die ganzen verschiedenen Matten. Die Schiffmatten sind jetzt alle voll mit 100%. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt einmal hier einen kräftigen Juxer Wasser raus. Stellen den einmal hin. Ja, da ist jetzt Wasser drin. Und dann nehmen wir jetzt die Matte und dutschen die hier mal rein. Blub. Hier steht jetzt 0 Gold drin. 0%. Der Eimer ist noch nicht voll genug. Oh mein Gott.
einfach hinschmeißen. Oh mein. Oh, jetzt. Und ihr seht auch, das Wasser verfärbt sich. Normalerweise. Ihr seht, da füllt sich dann nach und nach. Können wir das ganze Gold hier auswaschen? 4 Matten in einen. Glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Gold weggeschmissen. Jetzt haben wir den Eimer. Den lassen wir auch hier stehen. Den dürfen wir jetzt nicht wegschütten oder was anderes. Ihr seht auch, wir haben schon 219 Gramm Gold geschürft. Ja. Durch Nuggets. Und jetzt müssen wir das Gold wirklich rausschürfen. Das heißt, wir nehmen hier einmal die Wanne. Blub. Und jetzt holen wir noch die Pfanne raus. Dass wir jetzt das Gold noch rausbekommen. So. Oh, es wird langsam dunkel. Wir kippen jetzt hier sozusagen das ganze Gold drauf. Das müssen wir ein paar Mal machen. Dann nehmen wir hier den hier rein. Und jetzt kurz gucken, hoch, runter. Erstmal hier ein bisschen Wasser reinlassen. Und dann hier ganz langsam hier bewegen. So, hier so. Auch ein bisschen anwinkeln. Oh mein Gott. Und auch nichts raus verlieren. Das wäre das Beste. Und ihr seht, jetzt haben wir den richtigen Winkel. Jetzt kriegen wir langsam das Gold raus. Weil da drin ist ja nicht nur Gold, sondern auch Schmutzpartikel. Und die waschen wir jetzt hier sozusagen nach und nach raus. Haben wir jetzt hier die Tools. Blub. Das saugen wir ein. Das saugen wir ein. Und oben rechts erhöht sich unser Wert vom Gold, den wir hier haben. Nee, das ist jetzt nur noch Dreck oder im anderen Sinne auch Magnetit genannt. Das brauchen wir nicht mehr. Da, komm. Können wir auch rausschütten. Brauchen wir nicht mehr. Und nehmen wir alles mit. Oh, das sind schöne Bröckchen. Jetzt haben wir ja auch schon gut viel Gold gefunden. Ich glaube, jetzt dürfen wir hier zumindest nichts mehr finden. Ne, da kommt nichts mehr raus. Weg damit, ab der Fisch. Und ja, das war es jetzt hier soweit. So war unsere erste Schürfung hier vom Gold. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schmelzen wir mal das Gold ein. Und ja, gucken mal, was für Geld wir rausbekommen. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.